Leute und herzlich willkommen zu dieser etwas anderen Umgebung heute mal für Unboxings. Ich wollte mal nicht diesen Holz-Look, denn heute geht es um ein Apple-Produkt. Und die sollten natürlich in allerschönster weißer Umgebung präsentiert werden. Das hier ist das neue iPad Pro. Das hinter dem iPad ist ein Messer. Deswegen packen wir es einfach mal aus. Viel Spaß! Erstmal vielen Dank an Mobilcom Debitel für die Bereitstellung dieses iPads hier, dass ich das jetzt schon so früh auspacken kann. Und es wird natürlich auch ein Review geben. Ja, ich habe wieder ein iPad und ich bin ziemlich aufgeregt, weil bei der Worldwide Developer Conference wurde das hier ja vorgestellt, das neue 10,5 Zoll iPad Pro. Ich denke, ihr habt alle schon mal in irgendeiner Form ein iPad-Unboxing gesehen. Also werde ich heute einfach mal kurz auch darüber reden, warum ich kein iPad mehr hatte. Ich habe mir das 12 Zoll MacBook damals gekauft und habe einfach kein iPad mehr gebraucht, weil ich die ganze Zeit dieses 12 Zoll MacBook genommen habe. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so ein iPad ist schon ziemlich cool. Und jetzt bin ich froh, dass Apple das komplett neu designt hat. Das gab es so noch nie. Und man sieht es auch schon ziemlich eindrucksvoll auf der Packung vorne. Es sind sehr dünne Ränder für ein Apple-Produkt, ein Tablet. Aber es ist eben ein großes Display. Dünne Ränder, großes Display, kompaktes Gerät, nicht sehr viel größer als das alte 9,7 Zoll iPad, aber jetzt eben hier ja, in der Packung drin. Und man sieht eben auf dem Bild auch schon, dass dieses iPad einfach ein bisschen größer ist und dünnere Ränder hat. Und ich mache es auf und da ist es auch schon. Ja. Es ist ziemlich cool, weil die komplette Packung ausgefüllt ist mit diesem iPad. Und es ist noch in so einer matten Folie, sieht aus wie so ein Butterbrotpapier. Ich lege es mal zur Seite und da fällt mir direkt auf, ja, das ist ganz schön dünn. Dann haben wir hier noch die ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel das Lightning auf USB-Kabel. Leider nicht Lightning auf USB-C, aber ein solches Kabel habe ich mir bereits gekauft, weil als MacBook-Besitzer ist sowas natürlich praktisch. Dann haben wir hier die Handbücher, mal gucken, ja, wie man es halt einschalten soll. Und natürlich Apple-Sticker, die sind aber ganz normal in weiß, also jetzt nicht irgendwie Space Gray, weil es ein Space Grays Produkt ist, wie das beim MacBook der Fall war. Und hier unten haben wir noch ein Ladegerät. Sieht ziemlich klein und unspektakulär aus. Ich schätze fast, dass das so schnell das iPad nicht aufladen. Ja, okay, vielleicht doch. Es ist, glaube ich, so ein normales iPad-Ladegerät. Es soll ja eine gute Akkulaufzeit haben. So oft wird es nicht aufladen müssen. Und deswegen gehen wir jetzt auch direkt zum Gerät. Ich stelle die Packung hier wieder so schön hin, so vielleicht, ja. Und hier ist das iPad. Sieht echt schick aus. Toll. Kunststoff, den man von einem Metallgegenstand wegmacht. Was gibt es Tolleres? Und ich lege es zur Seite. Es wirkt tatsächlich minimal größer, weil es das auch ist. Und es ist ein normaler Knopf, also keiner wie beim iPhone, der unten so ein Haptik-Feedback hat. Unglaublich dünn ist es. Echt krass. Wahnsinn. Hier an der Seite haben wir noch die Ports für die Tastatur. Ich habe mir jetzt weder den Apple Pencil noch die Tastatur noch irgendein Case gekauft, weil dann landet man halt fast bei 1000 Euro oder so. Aber ich mache das iPad einfach mal an, weil auf nichts freue ich mich mehr als auf dieses Display, denn das hat 120 Hertz. Dieses Video hier hat 24 Frames. Es gibt 60 Frame Videos auf YouTube. Das ist das, was normale Monitore haben. Das sieht schon ziemlich gut aus. Aber 120 Hertz, wer das schon mal hatte bei seinem Monitor, der will nie wieder weg, sage ich euch. Das ist ein so angenehmes Feature. Alles wirkt so viel flüssiger, so viel schneller. Und ich hoffe eben, dass auf dem iPad es sich elementar auf die Performance auswirken wird. Und ich bin da eigentlich ziemlich optimistisch. So, und jetzt gebe ich in die Tastatur das WLAN ein. Eine sehr große Tastatur. Schade ist natürlich, dass auf diesem Gerät hier noch nicht iOS 11 läuft, sondern iOS 10. Damit verliert das iPad so ein bisschen die Funktionalität, die es dann mit dem nächsten Update gewinnen wird in jeglicher Hinsicht. Durch dieses iOS 11 Update wird das ganze iPad einfach sehr viel mehr können. Und jetzt ist die Frage, will ich es als neues iPad konfigurieren oder von meinem alten wiederherstellen? Ha, ich glaube, ich stelle es von meinem alten wieder her. Oh mein Gott! Wow! Ich habe gerade das erste Mal sich was schnell bewegen sehen. Und es sieht in 120 Hertz richtig, richtig gut aus. Oh mein Gott, ich bin richtig froh, das gleich auszuprobieren. Jetzt bin ich aufgeregt. Kilian, beeil dich, schreib schneller. Und die Einrichtung ist fast abgeschlossen. Und ich muss sagen, so schön Space Gray auch ist, ich hätte mir wahnsinnig gerne ein matt schwarzes iPad gekauft. Ich glaube, das sähe noch mal brutaler und noch mal moderner aus. Schade, dass sie hier drauf verzichtet haben. Aber auch sonst bin ich persönlich ein wahnsinniger Fan von dieser schwarzen Front, weil man dann
so dünne Ränder nicht so sieht. Und bei Videos ist es natürlich angenehmer. Und auf der Rückseite, ja, da stört es natürlich nicht so. Da sieht Space Gray natürlich auch gut aus. Mein MacBook ist ja auch Space Gray. Da passt das dann ganz gut zusammen. Und da ist das neue iPad eingerichtet und es ist nicht in Worte zu fassen, wie unbeschreiblich flüssig für mich das aussieht. Seht ihr, ich verhaspel mich hier schon total. Es ist so unglaublich flüssig und ich weiß, ihr könnt es jetzt im Video nicht sehen. Deswegen zeige ich euch das mal in Slow Motion, weil da könnt ihr es so ein bisschen sehen, aber es ist brutal flüssig. Es ist der Wahnsinn und ich wünsche mir so sehr, dass wir im nächsten iPhone auch ein 120 Hertz Display haben, weil das ist für mich persönlich dann ein Killer Feature. Es sieht unglaublich aus. Es sieht so aus, als würde es viel schneller sein. Es sieht so aus, als ja, als könnten, als würde es viel. Das ist unglaublich. 120 Frames habe ich schon am PC wirklich gefeiert und es jetzt auf einem Tablet zu sehen. Es ist einfach eine Technologie, die gab es schon lange und dass sie jetzt endlich mal Mobilgeräten drin ist, war schon längst überfällig, weil 4K-Displays im Smartphone braucht man nicht unbedingt, aber 120 Hertz, das ist schon echt geil, besonders weil man halt viel scrollt und viel Texte liest. Aber gut, das soll es von meinem ersten Eindruck gewesen sein. Hier drin ist ein 6-Kern-Prozessor, ich werde testen, wie schnell er ist. 4 GB RAM, ich finde auch 64 GB Speicher genug. Ich werde das Review hochladen, ich werde die iOS 11 Beta wahrscheinlich auch mal drauf installieren. Auf jeden Fall schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zu diesem iPad alles sehen wollt. Und dann werde ich schauen, was ich machen kann. Und wir sehen uns bald schon wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ich sollte vielleicht mein iPad mitnehmen.